Ido. Alles fit? Alles klar, wie geht's? Ja, ja. Auch alles. Oh. Du kannst ruhig im Bild bleiben, Anna. Vlog beginnt, Hochzeit beginnt auch. Langer Tag heute. Jetzt um 10 fangen wir bei Maria. Los, so heißt die Braut, an. Da wird sie geschminkt. Hier ist wieder Anna mit am Start. Hallo. Anna war ja letztes Mal auch schon in Bethlehem. Hat uns geshootet und hier hinten ist Steven. Steven ist sozusagen derjenige, der mitfilmt. Oder der eigentlich die ganzen Kameras bringt, weil ich nur die Canon habe. Apfel! Apfel! Hallo! Anna. Anna. Maria. Steven. Das ist die Braut. Hola. Aki. Hola. So, wir sind jetzt mit den ersten Shots ungefähr fertig. Wir waren jetzt oben bei Maria und haben ein bisschen das Kleid aufgenommen. Jetzt sind wir gerade dabei, die Kamera auf die Glidecam zu packen und fahren dann zum nächsten Spot. Wetter ist miserabel für eine Hochzeit. Jetzt fängt es an, so ein bisschen zu pissen. Wir hoffen, dass es gerade nachher zur Zeremonie und nachher, wir fahren jetzt halt zum Grab von dem Vater von Maria und ja, ist natürlich ein sehr krasser Moment. Wir hoffen, dass es da nicht regnet. Aber man muss halt mit dem Wetter leben, so wie es ist, ne? So sieht das hier aus, wenn man sich darauf vorbereitet. Höchst professionell, oder? Das sieht schon krass aus, ne? Ist natürlich jetzt alles zu schwer, dann ist das hier. They say. They say. So, ganz kurz Vlog, wir sind jetzt eigentlich schon am Friedhof durch. Hab da jetzt die Kenner nicht mitgenommen, weil wir da wirklich viel zu tun hatten, das musste schnell gehen. Jetzt sind wir in Valdemossa schon angekommen, hier heiratet jetzt Maria in ein paar Minuten. Das heißt ein paar Minuten. In 13 Minuten. Deswegen müssen wir jetzt auch gar nicht so viel quatschen und gehen einfach mal los. Freust du dich, Anna? Ja, natürlich. Okay, los geht's. Dieben hat so eigentlich alles hier am Start. Die Red. Die Red. wie machen wir das? Vlog live. Also die erste Pause ab heute Morgen um, wann sind wir los? Um 10 oder was? 9? Ich bin wahrscheinlich gerade auf so einem super teuren Tisch, den ich gar nicht anfassen darf. Da ist jetzt gerade Essenszeit, für uns nicht, weil wir kriegen kein Essen. Aber sonst erfolgreich bis jetzt. Mega anstrengend. Das ist ja meine erste Hochzeit. Anna hat ja schon etliche Hochzeiten hinter sich. Du auch schon. Steve oder Steven? Steven, ne? Steven, aber Steve lieber. Steve lieber, also genau. Haben wir es auch geklärt. Und jetzt warten wir, dass wir das Pärchenshooting machen können mit den beiden. Okay. Jetzt verlinke ich einfach mal unten Steve seinen Channel. At Steve Captures. Ja, der macht demnächst, also du hast ja schon ein, zwei geile Videos online. Ja, aber es ist noch nichts YouTube-mäßiges. Ja, aber da kommen viele geile Sachen, also wir haben ja schon gequatscht. Aerials. Ja. Und wer mal schöne Fotos sehen möchte? Meins ist da oben. Anna natürlich auch überall zu finden. Dann könnt ihr mal gucken, was wir hier gemacht haben für einen Quatsch. Und das Video, wenn es fertig ist, verlinke ich einfach mal unten auch in der Videobeschreibung. Ja. Wir machen jetzt direkt mal ein Backup, wenn wir die Zeit haben. Bisschen Daten sichern. Das ist der letzte Eintrag für den Vlog heute. Wir sind durch, sind jetzt gerade mitten in Palma und tauschen Daten aus. So gehen Videomaker in eine Bar. Auf jeden Fall mega anstrengender Tag. Ich weiß gar nicht, wann ich den Vlog schneiden soll, weil ja, Anna schläft ja im Büro. Von daher komme ich heute Nacht schon mal nicht ran. Aber ich denke, ich schneide dann morgen früh. Krasser Tag. Tschüss, Anna. Bis zum nächsten Mal. Wir sehen uns nächste Woche nochmal, ne? Sag Kalobra, gehen wir da. Sag nur, der Mann mit dem Klappstuhl, ne? Kann ich einen Trailer zeigen eigentlich? Wenn ich bis morgen einen Trailer habe, dann mache ich ihn jetzt. Wenn nicht, dann andermal.
Bis morgen. Okay.